mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Gray. Schon in Ordnung, Izzy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, messieurs. Mein Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Grayson. Er gibt dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm. Der Rat erwartet uns schon. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Company steht tief in deiner Schuld. Mehr als 6 Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen und andere vorübergehend an ihre Stelle treten. Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das der Menschen verlängert. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory einst Sir Percival tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Wir haben uns heute hier aus solch einem ehrwürdigen Anlass versammelt. Aus altem Blut. Spendet der Gral neues Leben.
schwört ihr, Marie-Joseph, Paul Yves Roche, Gilbert de Mortier, Marquis de Lafayette, die hehren Prinzipien unseres Ordens zu ehren? Gelobt ihr, euer Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen? Von ganzem Herzen. Trinkt. Möge der Gral euch Leben spenden. Durch diese Kommunion seid ihr nun Teil unseres heiligen Bundes. Fortan soll nur euer Blut diese Fiole füllen. Möge das Schwarzwasser euch stärken. Nutzt es stets weise. Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Wachen! Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein, er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr! Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien-Kompanie! Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise für den Einsatz der Rebellen... Indizienbeweise, reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad! Mit Verlaub! Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, deinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, dann... wie Mallory es wollte. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen. Verlassen Sie sich drauf. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke. Galahad, auf deinen Befehl. Los geht's. Sir Galahad, die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Lucan Egraine Percival, kommt mit!
Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm. Verdammt! Galahad, in Deckung. Stehe unter Beschuss. Galahad, in Deckung. Schütze erledigt. Da oben, Beeilung, auf dem Wagen. Wir müssen Hastings erreichen. Gehört wieder uns. Schnell! Wir müssen Lord Hastings bergen. Wir müssen Hastings rausholen. Ich gebe Deckung. Lucan, Egraine, auf mein Zeichen. Zieh den raus, wenn ich anhebe. Verstanden. Bereit? Jetzt! Wir haben ihn! Alle Mann zurück zum Palast! Gray, wo gehst du hin? Ich bringe es zu Ende. Jetzt ist nicht die Zeit für Rache. Komm wieder zu dir! Der da ist durchgekommen. Gray, halt! Ich brauche einen hier und den anderen rechts. Na los, Beeilung! Sentinel 3, ich brauche Luftunterstützung. Wir nähern uns Ihrer Position, Sir Galahad. Bestätigt. Vorwärts und macht den Ritter kalt! Rebellen! Sir Galahad, wir haben eine Einstellung auf einem Wagen.
Scheiße! Wir brauchen deine Schulterkanone. Verstanden. Gebt mir Deckung! Also gerne, Herr. Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Sentinel 3, behalten Sie ihn in der Hand. Die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung eindämmen. Scheiß auf die Armee. Das ist mein Kampf. Los, vorwärts! Scheiße, er hat unsere Kanone! Sag gerne, Herr. Der Ritterkommandant soll die Verfolgung aufgeben. Gib auf! Gerber, was tust du? Komm wieder zu dir und geh zum Palast zurück. Ich
die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order! Wo ist Sir Galahad? Lady Igraine, Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Wow, 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 wow. Echt? Halt! Wirtschaft! Ein Drink! Absinth! Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Ist Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatari Nechikaro. Devi. Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Hamekele Chordo, Hamekele Bad Kerenge, Blakoke Kam Kelihejao. Akkahukumrani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin!
Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse. Selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um sie umzustimmen. Aber ich kann ihnen Dinge zeigen, um ihnen die nötige Erklärung zu geben. Der Kompanie in der Blackwall-Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um ihretwillen. Die Unteren der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Das kann nicht sein.